Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Grants-Erfahrung. Heute wollen wir zusammen Magic the Gathering 2012 spielen, Duels of a Planeswalker und ja, wir befinden uns in der Rache-Kampagne. Ihr seht schon, bei dem allerletzten Gegner, den es hier zu besiegen gilt, Khan ist sein Name. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los. Magic ist ein Kartenspiel und wir spielen mit dem Deck Wut des Waldes. Wieso habe ich dieses Deck gewählt? Ja, ich habe selber mal Magic-Karten gespielt, das ist schon ein paar Jährchen her, das ist bestimmt schon, 13, 14 Jahre her, dass ich das mal gespielt habe. Also habe ich so in meiner Zeit in Hamburg sogar noch gespielt, lang, lang ist's her. Und ja, Magic ist halt, wie gesagt, ein Kartenspiel, ihr seht schon hier, das sind jetzt die Karten, die wir am Anfang gezogen haben. Die Hand gefällt mir sogar einigermaßen, obwohl, wen haben wir hier nochmal, ich muss nochmal schauen. Ah ja, genau. Also das sind unsere Kreaturen, die wir hier jetzt später wirken können. Aber ich werde doch nochmal eine neue Kartenhand ziehen. Da haben wir ein paar mehr Wälder. Ja, okay. Gut, die Kartenhand behalte ich jetzt, Leute. Denn wenn ich jetzt noch einmal wechseln würde, würde ich nur noch 6 Karten bekommen, anstatt 7. Und das ist natürlich ein Nachteil. Wir dürfen anfangen. Wir fangen an, ein Land zu legen. Pro Zug darf man nur ein Land legen. Und dementsprechend kann ich euch mal hier zeigen, zum Beispiel hier sieht man dann, was die Kosten für eine Karte sind, um sie legen zu dürfen. Diese Karte bräuchte halt einen Wald, den wir gerade gelegt haben, und noch ein weiteres Land. Also es ist so eine Art Mana sozusagen. Das heißt, momentan können wir noch keine weitere Karte spielen, deswegen ist jetzt unser Gegner dran. Er spielt auch ein Land, allerdings natürlich ein anderes. Er hat hier eine Insel. Und er kann direkt sogar noch eine Karte spielen, und zwar ein Artefakt. Opfere die Brosche des Wandermanns, durchsuche deine Bibliothek nach einem Standardland und bringe diese Karte getappt ins Spiel. Genau, damit könnte er dann natürlich bald noch eine weitere Karte spielen. Oh, er legt sogar noch ein weiteres Artefakt ab, das hat nämlich keine Kosten und zählt als Land. Das ist ein mega Vorteil. So ein Scheiß. Das heißt, er hat jetzt schon 2 Länder hier draußen sozusagen. Und kann jetzt hier sogar noch wieder nächsten Zauber, enttappe ein Artefakt deiner Wahl spielen. Okay, warum auch immer er das jetzt gebracht hat, das war eigentlich dämlich, Leute, weil... Achso, nee, das darf er öfter benutzen. Okay, alles klar, ich habe nichts gesagt. Gut, wir spielen jetzt unsererseits das nächste Land und dürfen dann die erste Kreatur hier ablegen. Zack. Und damit können wir jetzt schon mal Angriffe starten. Die erste Zahl steht für die Stärke der Kreatur, die hintere Zahl steht für die Widerstandskraft. Und wie ihr hier oben seht, ist die Lebensenergie von Khan noch 20, genauso wie unsere. Und das Ziel ist es natürlich hier, den Gegner möglichst auszuschalten. So, jetzt sind wir am Zug. Wir haben jetzt leider keinen Wald mehr. Aber das kann ich sogar ändern, indem ich hier diese Karte jetzt ins Spiel bringe. Da darf ich jetzt meine Karten nach einem Wald durchsuchen und die Waldkarte spielen. Das werden wir jetzt auch mal direkt machen. Nehmen wir einfach die, ist ja scheißegal, die Wälder sind eh alle gleich. Und dann können wir noch diese Kreatur ins Spiel bringen, da eine Karte noch nicht getappt war. Man darf natürlich jeweils das Land nur einmal pro Runde benutzen. Dann legt man zu schräg hin, um anzuzeigen. Das habe ich schon benutzt. Genauso wie jetzt, wenn ich den Angriff starte. Natürlich greifen wir an. Der Gegner hat nämlich noch keine Karte, die uns aufhalten könnte. Und machen wir immerhin einen Schaden schon mal. Er kann nicht blocken, da er keine Kreatur hat. Und ja, ein Schaden. Immerhin, Kleinvieh macht auch Mist. So, mal gucken, ob er jetzt in dieser Runde vielleicht eine Kreatur bringt. Ihr seht schon, so, was hat er jetzt hier gebracht? Ein Artefakt wieder. Du kannst eine Kreaturenkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Oha, okay, also eine beliebige. Das ist ziemlich gefährlich für uns natürlich. Und wie ihr seht, diese Karte ist jetzt auch schräg gewesen bis jetzt gerade. Das heißt, wir hätten die jetzt nicht verwenden können, wenn er angegriffen hätte zum Blocken. So, immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, der keine Kreatur ist, kann jeder Gegner dieses Spielers eine Karte ziehen. Die Karte werde ich jetzt direkt legen, denn die kommt uns natürlich zugute, weil der die ganze Zeit hier schon diese Artefakte spielt. Ich glaube, die zählen auch als Zauber. Und wir können 2 Kreaturen wieder zum Angriff schicken. Das heißt, er wird dann auf 17 Lebenspunkte hinuntergezogen. So, einmal und zweimal. Sehr schön. Also, momentan liegen wir ein bisschen vorne, aber das kann sich ziemlich schnell ändern, Leute, das kann ich euch sagen. Wenn der jetzt auf einmal eine mega... Oh, er hat gar nichts gemacht, diesen Zug. Soll mir recht sein, dann spielen wir unseren Wald. Und was haben wir hier noch für eine Kreatur?
Ah, okay. Also die können wir spielen. Wir können sogar zwei Kreaturen spielen, Leute. Und diese Kreatur hier ist ziemlich interessant. Wenn ihr mal schaut, die hat Stärke 1-1. Aber immer wenn eine Kreatur stirbt, dürfen wir eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur legen. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwie irgendwo eine Kreatur stirbt, egal ob vom Gegner oder von uns, kriegt der 1/1 hier drauf. Und zwar dauerhaft. Ist ziemlich mächtig, wenn erstmal ein paar Leute sterben. Deswegen spielen wir die Karte natürlich auch sofort. Und hoffen, dass irgendwann mal ein paar Gegner kommen und wir die abschlachten können. So, diese Runde gibt es schon 4 Schaden für ihn. Schön in den Angriffsmodus hier schalten. Momentan läuft es ziemlich gut für uns, Leute. Aber wie gesagt, lasst den Typen erstmal eine Kreatur bekommen, dann kann sich noch alles ändern. Und das kann hier ziemlich schnell sich zum Bösen wenden. Ich drücke mal hier auf Weiter, damit das ein bisschen schneller geht. Ihr seht jetzt, 13 Lebensenergie hat er noch. So, er ist dran. Wir haben auch noch einen netten Zauber notfalls. Also, falls er eine richtig starke Kreatur bekommt, können wir die sogar killen. Er macht noch immer nichts. Also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, so leicht hat man es sonst eigentlich nicht. Und wir haben hier den nächsten Gegner. Und ja, den würde ich mal sagen, spielen wir einfach mal direkt, oder? So, zack. Und jetzt können wir natürlich einen mega dicken Angriff starten. Wie viel Schaden kriegen wir insgesamt? 1, 2, 5, 7, 8, 9. Das heißt, er hat gleich nur noch 4 Lebensenergie über, Leute. Und eigentlich haben wir die Runde jetzt schon so gut wie gewonnen, denn auch wenn er jetzt eine Kreatur ins Spiel bringt, darf die ja nur eine unserer Kreaturen blocken. Und dementsprechend würde der natürlich ziemlich einen auf den Deckel bekommen. So, mal schauen, ob er noch was macht. Also, ich habe ehrlich nicht damit gerechnet, dass wir so leichtes Spiel jetzt haben. Er bringt nochmal ein Artefakt ins Spiel und da dürfen wir direkt eine Karte ziehen, durch diese Kreatur, die wir hier hatten. Ist ein ziemlich komplexes Spiel, muss man sagen. Man muss sich hier echt erstmal ein bisschen reinfuchsen. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Okay, Leute, er hat noch immer keine Kreatur gespielt. Das heißt, wir können ihm jetzt hier richtig eins reindrücken. Wir können sogar noch hier eine weitere Kreatur ins Spiel bringen, die recht teuer war. Da fragt man sich, warum ist die so teuer? Die hatte doch eben nur 2-2. Richtig, die hat nur 2-2, aber schaut mal hier. Das Kupferhuf Vorak erhält +1/+1 für jede ungetappte bleibende Karte, die dein Gegner kontrolliert. Also für jede Karte, die er nicht benutzt in seiner Runde, kriegt unsere Kreatur hier mächtig Schaden. Und ihr seht schon hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen hat er nicht getappt. Das heißt, unsere Kreatur bekommt 7 und 7 dazu, macht 9, 9. Und ja, ich greife einfach mal mit dieser einen Kreatur hier an. Denn das reicht schon, um ihn in Grund und Boden zu stapfen. Und dieses Duell ist damit schon gewonnen. Also das ging mega schnell, damit habe ich nicht gerechnet, weil das ist eigentlich hier der Endgegner. Da hatte ich bei den anderen Gegnern doch schon ziemlich krasse Probleme teilweise. Wir sind der Sieger hier in dieser Kampagne. Und das Video ist somit doch recht kurz geworden, habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Ich hoffe hier, die Garands Erfahrung hat euch mal wieder gefallen. Ihr seht schon, diese Kampagne jetzt ist abgeschlossen. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht sogar ein Let's Play dazu mache, was so ein bisschen unregelmäßig kommt, wo wir von ganz vorne nochmal anfangen mit einer neuen Karte, mit einem neuen Deck. Wir haben hier nämlich auch noch die Erweiterung, die wir durchzocken können. Und ja, die erste Kampagne habe ich auch schon durch. Erzfeind bin ich gerade dabei, die macht mir nicht so viel Spaß. Da muss man nämlich immer mit 3 Leuten gegen einen kämpfen, das ist nicht so cool. Und wie gesagt, die Rache-Kampagne habe ich jetzt auch beendet. Es gibt noch mehr Decks natürlich, wenn wir mal hier schauen, gibt es hier die Wut des Waldes. Da haben wir sogar alle Karten freigeschaltet, dadurch wird das Deck natürlich immer mächtiger. Und ich habe hier noch so viele Decks, die ich noch gar nicht gespielt habe. Ich habe mich auch noch mal mit einem anderen Deck versucht, mit dem gezückten Stahl. Da habe ich 9 Karten freigespielt. Das ist halt auch eine andere Farbe. Ihr seht schon, dieses Farbe Weiß. Ich habe, wie gesagt, grün gespielt, weil ich grün damals auch selber gespielt hatte, als ich Magic gezockt habe. Ich hätte auch die hier zocken können, aber nee, halt, die habe ich, glaube ich, freigeschaltet. Es gab aber noch irgendwie ein grünes Deck, oder? Oder waren das die Gipfelraubtiere? Ja, okay, dann waren das doch diese Gipfelraubtiere hier, aber die fand ich echt nicht gut. Die haben mir keinen Spaß gemacht. Da fand ich die Wut des Waldes doch schon geiler. Aber wie gesagt, ich habe hier noch 1-2 Decks, die ich eh nochmal ausprobieren möchte. Da könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, ob vielleicht auch Interesse besteht, hier so ein kleines Let's Play draus zu machen, das jetzt nicht unbedingt täglich kommt, aber wo man ab und an mal so eine Schlacht zeigt. Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in-game. Macht's gut. Ciao.